Ja, servus Leute, heute geht es wieder um Vending Machines und ich hoffe, euch interessiert das Thema, weil dann könnt ihr dranbleiben. Wir sind jetzt hier im Flughafen in Memmingen und ihr seht schon, das Terminal akzeptiert verschiedene Zahlungssysteme. Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, PayPal, Visa, Mastercard, Master, Maestro Card und Girocard. Und du hältst hier einfach deine Karte hin, dann kannst du dir deine Summe aussuchen, was du kaufen möchtest. Und sie haben auf alle anderen Sachen verzichtet, ja. Münzeinwurf oder Karten, Geldscheinleser. Und hier wird halt einfach dann zum Beispiel gesagt B7 und dann sagt er 2 Euro für eine Paulaner Spezi. Was haben wir hier sonst für Getränke drin? Wir haben Adelholzner Wasser, Red Bull für 3 Euro, Adelholzner Apfelschorle 3 Euro, Cola 3 Euro, Kaffee 3 Euro, Spezi 2, Wasser 2, Adelholzner Sanft 2,50 und Adelholzner Naturell 2,50. Also das Wasser wird hier ungefähr für 2,50 Euro verkauft, beziehungsweise 2 Euro, wenn es nicht die Marke ist. Joyce Aqua ist wahrscheinlich halt ein günstiger Markenverkauf. Alle anderen Getränke für 3 Euro empfinde ich ein bisschen teuer, aber ich sag mal, wer Durst hat, der wird bestimmt hier einen Automaten halt was abkaufen. Er ist von außen einfach nur mit Drinks und Getränke-Logo gemacht. Er ist an der Wand montiert mit der Steckdose, die außerhalb der Reichweite ist. Wir haben hier unten eigentlich das Wechselgeld, ist aber auch zugemacht worden. Und hier wird die Klappe wahrscheinlich dann aufgemacht mit dem kleinen Fahrstuhl. Ja, da fährt er halt zu dem Getränkeautomaten hin oder zu dem Getränk. Und das ist ganz ein Push-System, sehe ich jetzt hier gerade, wo jeweils die Flasche von hinten rausgedrückt wird. Und da sieht man es bei der Kaffeeautomatenflasche ganz gut. Da ist ein kleiner Arm hinten dran, der das vordrückt. Und die kleinen Plastikgreifer, die halten sozusagen das Ganze dann fest. Ja, ich glaube, das ist sicherlich ein guter Standort hier vorne am Flughafen, wo man gut Geld verdienen kann. Aber ihr wisst natürlich, dass hier bestimmt schon irgendwelche Firmen ihren Sitz haben. Jetzt sehe ich natürlich nicht irgendwie, wer hier sozusagen Anbieter ist. Hier steht zwar Silav, aber eigentlich weiß man jetzt nicht, wer sozusagen Ansprechpartner ist, falls irgendein Problem entsteht, den man fragen müsste. Da müsste ja normalerweise eine Telefonnummer oder sowas dastehen. Steht jetzt aber nichts da. Und ja, also wahrscheinlich halt dann einfach die Firma Silav und fertig. Ja, was haltet ihr von dem Automaten am Flughafen? Ich gehe jetzt gleich mal rum, was so kleine Shops verkaufen und würdet ihr hier auch einen aufstellen am Flughafen? Wir sind hier direkt in der letzten Zone, bevor man in den Flieger steht. Hier wird bestimmt ein guter Umsatz gemacht, weil hier wird natürlich viel getrunken. Und man sieht auch, wenn man mal reinschaut, die hinteren drei Reihen hier, da sind schon ein paar Sachen gekauft worden. Kaffee wird ganz viel gekauft, Cola Light. Red Bull ist zwei Reihen leer und die Adelholzner Mineralwasserflaschen sind auch leer. Denn da unten geht's Mineralwasser eigentlich an sich hier. E2 ist ein bisschen verkauft. Ja, es ist halt einfach ein Laden, wo man was verkaufen könnte. Hier drinnen würde ich eigentlich fast schon einen Zigarettenautomaten reinstellen, weil das würde sich natürlich super anbieten. Aber mit der Zigarettenmafia und so kann man sich nicht anlegen. Also, liebe Grüße und vielleicht kriegt ihr demnächst ein paar Videos aus Spanien. Ich mache jetzt erstmal Urlaub. Haut rein und tschüss.